Hallo und herzlich willkommen, liebe Campingfreunde, die diesmal werden wollen. Jahr 2022, Mitte März. Zeit also für den ersten Campingplatztest dieses Jahr auf dem Campingplatz Beringer Sand. Und den möchten wir euch heute mal vorstellen, weil der ist wirklich schön. Weil, als Übersicht mal ganz kurz zusammen, hier haben die Kinder was zum Schwimmen. Hier gibt es lecker Essen. Campen ist klar und es gibt eine Indoor-Spielhalle. Aber das alles jetzt in der Campingplatzvorstellung. So, wie immer, zunächst die Anfahrt. Ihr kommt hier von dieser relativ breiten Straße, es passen also zwei Gespanne ordentlich nebeneinander. Ihr fahrt hier die zweite Ausfahrt, weil das ist die rechte, das ist die zweite, fahrt ihr rein. Hier seht ihr auch dieses Schild, von dem ich gerade gestanden habe. Da läuft die Mirjam. Fahrt ihr über den Parkplatz hier. Da nehme ich euch jetzt mal mit. Weil die Anfahrt, die ist immer aus Erfahrung ein bisschen stressig. Und wenn man genau weiß, was man machen muss, ist das relativ einfach. So, hier vorne biegt ihr rechts ab. Hier vorne könnt ihr euch mit eurem Gespann oder eurem Wohnmobil mal rechts an die Seite stellen, um dann bei der Rezeption einzuchecken. Eine andere Möglichkeit, sie abzustellen, sehe ich hier nicht. So, ich nehme mal an, in der Saison, an Wochenenden werdet ihr hier empfangen. Hier ist auch schon der erste Spielplatz. Und direkt dahinter ist die Rezeption. Da gehen wir jetzt mal hin. Ist aber alles hier perfekt ausgeschildert. Wie ihr seht. Hier ist dann die Einfahrt. Das funktioniert sowohl mit Schrankenkarte als auch mit Nummernschilderkennung. Hier habt ihr den kleinen, die kleine Veranstaltungsarena. Hier wurde eben auch schon fleißig geprobt. Eine kleine Bühne, Sitzplätze, schön gemacht. So, und hier ist direkt die Rezeption. Da geht ihr rein, checkt ein. Und euer Campingwochenende oder euer Campingurlaub kann beginnen. Direkt daneben, das kann man jetzt glaube ich nicht sehen, ist das Schwimmbad. So, und direkt rechts, links neben der Rezeption seht ihr hier das Pfannkuchenhaus und das Restaurant. Gehe ich auch mal näher mit einer schönen Außenterrasse. Pater Pannenkoek, da gehen wir heute Abend essen. Und rechts daneben das Restaurant, das aber im Moment noch geschlossen ist, weil die Saison so richtig erst nächste Woche beginnt, wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Okay. Wir können jetzt leider nicht bei der Schranke reingehen, weil da kann man tatsächlich als Fußgänger nicht durchgehen. Da ist die Schranke, wir gehen jetzt einfach parallel. Gehen hier rein. Und hier sehen wir direkt einen kleinen süßen Marktplatz, Sitzmöglichkeiten, Tischtennisplatte, noch einen größeren Spielplatz und so einen süßen kleinen Streichelzoo. Da drin ist jetzt gerade gar nichts zu sehen, da sind Hühner drin, da ist ein Hängebauchschwein drin, da sind Ziegen drin. Alles was Kaninchen, alles was Kindern so eine Freude bereiten kann. Da sieht man auch ein bisschen was. Okay, das lassen wir liegen. Da hinten ein Hüpfkissen. Also hier ist wirklich an jeder Ecke was für Kinder. Und jetzt gehen wir mal hier in den Imbiss rein, weil da schließt sich auch der Indoor-Spielplatz an. Da kann man auch Pizza essen.
einen Kaffee trinken und seinen Kindern beim Spielen zugucken. Gehen wir jetzt mal rein. So. Hier findet ihr auch, wenn man hier so guckt, direkt einen kleinen Minimarkt. Den Imbiss. Und hier so ein paar Sachen, die ihr fürs tägliche Leben brauchen könnt. Wenn ihr was vergessen habt. Fliegenklatsche, Damenbinden, Duschzeug, Pipapo, was zu trinken, was zu knabbern, was zu essen. Alles da. Wir gehen weiter durch. Wir versuchen jetzt mal, nicht so viele Kinder zu filmen. Hier seht ihr den riesigen Indoor-Spielplatz. Wirklich toll gemacht hier. Ich hoffe, die Kamera gibt das alles wieder, weil das ist echt toll gemacht hier. Ein Bereich für größere Kinder. Da hinten sitzen zu viele Leute, da schwenkt man nur halb rüber. Trampoline. Und hier vorne ist ein Bereich für die kleineren Kinder. Okay, hier drin soll es das schon wieder gewesen sein. Ich denke mal, das kann man ganz gut erkennen. Aber hier ist einfach zu viel los, um hier weiter Zeit zu verbringen jetzt. Weil wir wollen ja nicht fremde Leute filmen. So, wir verlassen jetzt den Marktplatz und gehen mal ein bisschen über den Platz, damit ihr euch hier eine Vorstellung machen könnt, wie das hier alles ist. Direkt hinter dem Marktplatz, da können wir auch mal ganz kurz hingehen, seht ihr nämlich, dass es neben dem tollen Hallenbad auch noch ein Freibad gibt. Und das finde ich richtig cool, mit Rutschen, mit allem, was Kinder so lieben. Also im Winter, im Sommer, wenn ihr hier im Sommer hinfahrt, vielleicht auch für mehrere Wochen, ist hier sowohl innen als auch außen was zum Schwimmen. Das finde ich natürlich ganz toll. Und die Spielplätze habe ich euch auch schon gezeigt, innen und außen. Also für jedes Wetter, für jede Bedingung ist hier wirklich was geboten. Jetzt lasst euch nicht von dem Anblick abschrecken, weil wie gesagt, wir haben noch Vorsaison. Das heißt, das wird alles noch gemacht. Und ihr müsst euch halt alles auch ein bisschen denken mit Laub an den Bäumen, mit schönem, saftigen, grünen Gras und einfach ein bisschen heller und einladender. Weil alles, was hier noch rumliegt, liegt natürlich im Sommer hier nicht mehr rum. Okay, gibt hier eine Solaranlage. Was die genau alles speist, kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Wir gehen weiter. Hier sind wir so eher an dem Mobilheim. Park des Platzes. Wahrscheinlich eher Dauercamper. Aber größtenteils ist der Platz hier gemacht für Tagescamper, für Urlaubscamper. Weil er bietet wirklich richtig, richtig viel. Ich habe noch nie einen Platz gesehen, wo so viel zum Spielen für Kinder ist. So, hier wird es jetzt für euch interessanter. Wir haben jetzt hier diese Rondelle, die es hier überall auf dem Platz gibt. Hier müsst ihr euch quasi im Kreis die Wohnwagen und die Wohnmobile stehend vorstellen. Wie gesagt, jetzt im Moment ist alles relativ leer, weil wir noch keinen Saisonbeginn haben. Hier diese kleinen Spielplätze wieder, die es überall gibt. Auch das ist ein kleines Rondell. Wahrscheinlich eher für Zelte, weil es relativ eng ist. Aber auf jedem Rondell habt ihr hier so tolle kleine Spielplätze. Und an der Rezeption wurde mir gesagt, die gucken sich das Alter eurer Kinder an und ihr kommt auf ein Rondell, wo die Spielgeräte passend sind zum Alter eurer Kinder. Das ist doch richtig geil. Zum Beispiel hier war es wahrscheinlich für ältere Kinder, auf der anderen Seite auch, wo man hangeln und klettern kann. Hier auch noch mal so ein Klettergerüst. Dahinter ein Sanitärhäuschen. Gucken wir gleich mal, ob das auf ist.
Und das ist der kleine Weiher hier, okay. Also Schwimmen ist hier, glaube ich, eher schlecht. Das mit dem Schwimmen nehme ich zurück. Aber dafür habt ihr hier zwei tolle Schwimmbäder. Aber ihr könnt euch natürlich hinlegen, schöne Sommertage genießen. Da ist wieder für Kinder so ein Floß, was sie hin und her ziehen können. Wir laufen mal der, was sind das, Gänseenten? Wie so ein Zwischending. Hinterher. Auch hier wieder so ein kleines süßes Rondell drumherum, um den kleinen Weiher, in dem ihr ausdrücklich nicht schwimmen könnt. Hunde sind hier aber nicht erlaubt. Schwimmen verboten, da haben wir es doch. Also nicht schwimmen. Aber hier zu stehen im Sommer stelle ich mir schon schön vor. Wir laufen weiter. Ihr seht, ich habe jetzt die Rondelle nicht mitgezählt, aber das sind hier schon einige. Trotzdem würde ich bei so einem Top-Platz hier empfehlen, vor allem wenn es Richtung Sommer geht, schon zu reservieren. Hier sieht man diese Lodge-Zelte, die man mieten kann. Das heißt, wenn ihr keinen eigenen Wohnwagen oder kein eigenes Wohnmobil oder keinen eigenen Van habt, könnt ihr trotzdem Urlaub hier auf dem Campingplatz machen und euch zum Beispiel so ein Lodge-Zelt und ich glaube, es gibt auch Mobilheim und Wohnwagen zu mieten, einfach reserviert und hier euren Urlaub verbringt. Während wir gehen, kann ich euch ja schon mal erzählen, ihr braucht hier für den Strom diesen ganz normalen blauen CE-Stecker. Wasser ist an den Stromsäulen mit dran. Grauwasser ist ein bisschen schwierig. Gibt es hier so, ja, wie so eine Art Fallrohre, da könnt ihr das quasi reinlassen. Aber das habe ich ehrlich gesagt schon besser gesehen. Aber ist jetzt absolut kein Ausschlusskriterium, also überhaupt nicht schlimm. Euer Grauwasser könnt ihr da auch in euren Kanistern transportieren und da reinkippen. Okay, da sehen wir hier hinter noch so eine kleine Motocrossbahn. Motocross, was ein Quatsch, Fahrradcrossbahn. Da gehen wir mal hoch. Ist für die Kinder sicherlich auch sehr schön. Und jetzt können wir mal einen Blick auf dieses Rondell werfen, was ein bisschen besser besucht ist. Wo anscheinend dieses Wochenende alle Camper konzentriert worden sind, die nicht so wie wir einen Privatsanitär haben. Aber das zeige ich euch später natürlich auch noch. Okay. Wir gehen hier wieder runter. Ich laufe jetzt mal über das Rondell rüber. Aber da mache ich euch aus, weil da sind relativ viele Leute unterwegs. Weil da hinten ist das Sanitärhäuschen und das zeige ich euch natürlich jetzt gleich auch noch. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite des Rondells angekommen. Ich schwenke euch rüber. Wir öffnen mal die erste Tür und da geht es nämlich zur Spülküche. Hier könnt ihr also, wenn ihr das im Wohnwagen nicht tun wollt, auch einen Abwasch erledigen. Gucken wir in die Waschbecken rein. Leider keine Stöpsel, ja ist es denn. Das heißt, die Stöpsel müsst ihr euch selber besorgen, okay? Wieder raus. Und wir gehen einmal rum. Da sehen wir auch wieder das Schwimmbad. Das heißt, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Und jetzt gucken wir uns einmal hier die WC-Anlage an. Hier habt ihr die Pissoirs, zwei Stück,
ein Waschbecken. Da hätte es aber nochmal Waschbecken, also daran lag jetzt nicht. Und hier seht ihr, alles ordentlich, einfach, aber sauber und ordentlich. Gibt nichts zu meckern, ist alles da, was man braucht. Wir drehen uns wieder um. Suchen mal die Duschen. Die finden wir hier. Da gucken wir auch mal rein. Auch hier eine einfache Dusche. Diese Trennwand, sage ich mal, die hätten sie sich fast auch sparen können, weil die ist viel zu schmal. Die Sachen, die ihr hier aufhängt oder hier hinstellt, die werden natürlich mit nass, aber das ist halt nicht zu ändern. Das ist leider auch fast auf allen Campingplätzen so. So viel dazu. Was haben wir da hinten noch? Eine Familiendusche. Können wir auch mal kurz aufmachen. Aha. Da haben wir zwei Duschen, zwei Sitzbänke. Hier kann quasi eine Familie reingehen und zusammen duschen. Habe ich so oft auch noch nicht gesehen. Und last but not least, zuschließbare Waschbecken für die Körperpflege. Meine Haare stehen wie ein Strubbelwetter. Draußen ist etwas windig. Okay, alles sauber, alles schick. Wir gehen wieder raus. Übrigens, für diejenigen, die jetzt wieder meckern, boah, der hat keinen Mundschutz an. Hier in Holland ist keine Mundschutzpflicht mehr. Okay. Jetzt nehme ich euch noch mit zu dem Rondell, wo wir stehen. Hier ist übrigens auch nochmal ein riesen Rondell mit Spielplatz. Aber davon habe ich euch ja genug gezeigt. Wie gesagt, ich nehme euch mit zu unserem Rondell, weil das ist etwas besonders, wie gesagt, weil es da eben Privatsanitär gibt. Das haben wir uns jetzt für 2 Tage einfach mal gegönnt, haben wir noch nie gemacht. Und das ist wirklich schön zu haben, aber nötig? Nein, nicht wirklich. Ich gehe auch gerne die 3 Schritte zum Toilettenhäuschen. Da haben wir dann den Eingang zum Schwimmbad im Sommer. Hier haben wir wahrscheinlich Umkleidekabinen, das finde ich natürlich auch ganz cool. Auch hier können wir mal einen näheren Blick ins Schwimmbad werfen. Das war von da hinten ja etwas schwierig. Hier ist übrigens Ablass für euren Fäkalientank. Und hier jetzt mal der Blick, etwas näherer Blick auf das Schwimmbad. Hier wie gesagt der Eingang. Okay. Dann gehen wir jetzt zurück. Zu unserem Parzellenbereich. Und in der Zeit, wo ich jetzt laufe, zeige ich euch ein paar geile Drohnenbilder hier vom Platz, die ich heute Morgen geschossen habe. Los geht's! Während ihr jetzt die geilen Drohnenbilder gesehen habt, zu der Zeit heute Morgen, als es noch windstill war, jetzt ist es richtig stürmisch geworden, wahrscheinlich hört man das auch, bin ich jetzt quasi wieder an unserem Rondell angekommen. Ich drehe euch jetzt um
Und dann zeigen wir euch das mal. Hier vorne seht ihr schon diese kleinen weißen Häuschen. Das sind quasi die Privatsanitäranlagen. Was ich wohl sagen muss, was mir aufgefallen ist, vor allem hier hinten, ist schon sehr eng. Also mit einem Gespann müsst ihr schon aufpassen, dass ihr ordentlich ausholt und irgendwo aneckt. Nur als kleinen Tipp. Aber es ist alles machbar. Ich bin jetzt auch nicht der wahnsinnige Experte und ich habe es auch geschafft. So, unser Feld heißt Steffi Stress. Feld Nummer 24. Wahrscheinlich gibt es noch 24 Felder. Auch wieder mit einem kleinen Spielplatz hier in der Mitte. Das konnten wir uns halt jetzt nicht aussuchen oder es ist uns nicht zugewiesen worden für unsere Kinder in unserer Größe, weil wir halt ein Privatsanitär haben wollten. Und die gibt es halt nur hier auf dem Feld. Da steht unser Wohnwagen. Da hinten, auch ganz cool, eine Pferde- und Ponykoppel. Unsere Tochter hat auf jeden Fall Spaß. Okay, bei uns sieht es ein bisschen chaotisch aus. Wir haben nichts aufgebaut für das Wochenende. Kein Vorzelt, keine Markise. Jetzt zeige ich euch noch eben das Privatsanitär. Bevor ich euch das aber zeige, hier der Anschluss für den CE-Stecker. Anschluss für Antenne. Und einen nicht funktionierenden Wasserhahn, aber ich denke, dass sich das jetzt in der Saison auch noch ändern wird. Okay, wir machen die Tür auf. Hier sieht man, dass wir eine Toilette haben, ein Waschbecken, in dem man auch spülen kann, wenn es sein muss, eine Dusche, einen Kühlschrank mit Gefrierkombination und sogar eine Spülmaschine. Das ist natürlich ganz cool. Und ganz wichtig ist natürlich hier die Heizung, die man richtig hochstellen kann, sodass hier richtig mummelig warm ist. Das soll es von der Campingplatzvorstellung gewesen sein. So Leute, Fazit zum Campingplatz Beringer Sand. Ihr wundert euch bestimmt, dass wir jetzt hier zu Hause sitzen. Ja. Ja, wir hatten ein Fazit abgedreht und ja, auf dem Campingplatz. Ja. Und nein, ohne Mikrofon. Obwohl wir das gut gefunden liegen hatten und alles eigentlich, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Es war alles perfekt, wir die waren Technik. Zufrieden. Ja. Die Bilder waren auch toll, aber eben leider kein Ton. Okay, zum Fazit. Campingplatz Beringer Sand. Es war ein super Wochenende, schönes Wetter. Es war ein super, super, super Platz für Kinder. Ja, mit einem tollen Außenspielplatz und auf jedem Rondell halt ein Spielplatz. Und der Indoor-Spielplatz bei schlechtem Wetter war genial, obwohl meine Kinder auch dann immer bei schönem Wetter drin waren. Tolles Hallenbad. Ja, ich habe da mal reingeguckt, als wir dann rausgefahren sind. Minigolfanlage, die haben wir euch unterschlagen von den Bildern. Das kommt noch dazu, die ist im Eingangsbereich. Eine Fahrrad-Cross-Strecke für die Kinder. Ja, die haben wir gesehen. Wie Miriam schon sagte, es gibt 24 Rondelle, weil wir waren auf Nummer 24. Von daher gehe ich davon aus, dass es 24 gibt. Das heißt, es gibt mindestens 25 Spielplätze. Sowas haben wir auf Campingplätzen noch nie erlebt, müssen wir ganz ehrlich sagen. Was gibt es weiter zu sagen? Sanitäranlagen, ich sage mal für diese Platzkategorie, für den Platz, so wie er ist, relativ einfach gehalten. Was aber der ganzen Sache überhaupt keinen Abbruch tut, weil einfach heißt nicht schlecht, es war sauber, es war alles in Ordnung, es reicht. Wir sind immer noch beim Camping, das ist unsere Meinung. Ja. Alles in Ordnung, Duschen haben eine kleine Abtrennung, aber die ist zu klein, das habe ich euch ja auch im Video gesagt. Was können wir noch dazu sagen? Es gibt einen super schönen Ort in der Nähe vom Campingplatz, in dem man schön Kaffee trinken kann, in der Fußgängerzone. Es gibt auf dem Campingplatz selber noch das Pfannkuchenhaus, ein Restaurant, ein Imbiss. Also es ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Zusammengefasst von uns, wenn ihr Kinder habt, gibt es keinen schöneren Campingplatz. Ein ganz entspanntes Wochenende mit den Kindern. Es war total entspannt. Die Kinder hatten zu tun ohne Ende. Es war einfach toll. Wenn ihr Kinder habt, empfehlen wir diesen Platz wärmstens. Wenn ihr keine Kinder habt und nicht unbedingt viel mit Kindern zu tun haben wollt, ist dieser Platz ganz sicher überhaupt nichts für euch.
So kann man das wahrscheinlich zusammenfassen. Und man muss auch davon ausgehen, am Ende einer Saison, da ist so ein Campingplatz mit vielen Kindern, ist einfach auch abgerockt. Also wenn da irgendwo mal Minuspunkte waren, es sind immer noch Kinder und da geht immer irgendwas kaputt, und da ist immer irgendwas zertrampelt oder tiefe Löcher in irgendwelchen Sandkästen, die jetzt aber auch wieder aufgefüllt haben, oder dabei sind. Der Rasen wird am Das Ende der ist, Saison kaputt sein, ist alles ganz normal. ja, da ziehe ich nirgendwo einen Punkt Abzug, weil es Nein. ist halt ein Familienplatz, würde ich sagen. Okay, dann hoffen wir, dass euch das Campingplatz-Video gefallen hat. Ihr seht uns an dieser Stelle natürlich bald wieder beim nächsten Campingplatz. Wir wünschen euch eine schöne Campingzeit. Ich bin der Chris Ich bin die Mirjam. und zusammen sind wir Camping Camping mit mit Herz. Herz. Und tschüss. Tschüss.